Dagova in einer ihrer ersten und in ihrer letzten Rolle. 60 Jahre liegen zwischen diesen Bildern. 60 Jahre Filmgeschichte in 120 Filmen. Als Martha Seubert wird Lil Dagova 1887 auf der Insel Java geboren, geht aber in Deutschland zur Schule. Zum Film kommt sie, die nie Schauspielunterricht hatte, durch Zufall. Ich wurde auf der Straße angesprochen, ob ich nicht zum Film möchte. Und da sagte ich auch, bitte, ich bin nicht gewöhnt, auf der Straße angesprochen zu werden. Na und abends war ein Künstlerfest und da habe ich diesen betreffenden Mann wieder getroffen. Und das war dann Robert Wiene, der Regisseur von Caligari. Und dann fing es an. Robert Wiene überträgt ihr die weibliche Hauptrolle in Das Kabinett des Dr. Caligari. In diesem Klassiker des expressionistischen Films bringt Lil Dagova ihren ersten Rollentypus, den des zarten, liebenden und unschuldig leidenden Mädchens, zum Höhepunkt. Dagova und ihre Partner Werner Kraus und Konrad Veit fügen sich mit ihrer exaltierten Gestik in das expressionistische Dekor des Films ein. Es folgen Filme unter der Regie von Fritz Lang, Karl Fröhlich, Friedrich Wilhelm Murnau und anderen. Am Ende der Stummfilmzeit hat Lil Dagova in rund 50 Filmen gespielt und auch den Rollentypus gefunden, der sie bis ans Ende der Karriere prägen sollte. Sie ist die untadelige Dame, die kostbare Schönheit, eine Lady mit Sexappeal. Ihr schauspielerisches Temperament und ihre erotische Ausstrahlung sind unübersehbar. In der Presse heißt es damals: Lil Dagovas Typ liegt ganz im Modernen. Sie ist die reife, intelligente, mondäne Frau, das deutsche Frauenideal von 1919 bis 1929. Es wäre undankbar gegen das Schicksal. Gut auszusehen ist ein notwendiges Requisit in unserem Beruf. Aber man hat immer das Gefühl, dass die Leute denken, naja, schön sein, aber die Hauptsache ist doch, dass man was kann. Im Reich des Films erlebt Lil Dagova gleichsam gesellschaftlichen Aufstieg. Sie spielt adelige Damen von hohen Graden bis hin zur Kaiserin. So wird sie zur Grande Dame, zur Salondame des deutschen Films. Nahtlos geht für sie, im Gegensatz zu vielen Kollegen, der Übergang zum Tonfilm vonstatten. Ihre dunkle, warme Stimme, die perfekt zu ihrer Erscheinung passt, kommt beim Publikum an. Ich erinnere mich noch an eine Aufnahme meiner Stimme und habe vor der Türe, weil das Rotlicht brannte, warten müssen und habe aber an der Türe gehört, was da drin gesprochen wurde. Und da sage ich zu meiner Freundin, die daneben stand, das sage bloß, der Kerl da drinnen spricht ja den gleichen Text wie ich. Und das war ich. Meine Stimme habe ich nie gekannt. Sie kam mir ganz schrecklich tief und dunkel vor. Und das war auch im Anfang eine Gefahr. Ein Standpunkt ist noch lange keine Wahrheit. Doch, meine liebe Alexandra, in unserem Sinne schon. Das würde also bedeuten, dass ein ausgewachsener Trottel ein Fürst und Landesvater sein kann und ein Held dazu, bloß weil er ein geborener Laufenburger ist. Willst du damit sagen, dass ich ein Trottel bin? Nein, du bist kein Trottel, du bist ein Idiot, dass du sowas sagst. Hätte eine so süße Frau wie ich dich geheiratet, wenn du ein Trottel wärst? Hätte ich dich vielleicht geheiratet, wenn ich kein Trottel wäre? So? Es ist schon mal vorgekommen, dass edle Fürstinnen ihre edlen Fürsten abgemurkst haben. Und Heinrich der Achte ist gar nichts? Nach ihrem Auftritt als Comtesse in Der Kongress tanzt, meldet sich Hollywood. Unter der Regie von Michael Curtiz spielt sie 1931 The Woman from Monte Carlo. Der erhoffte internationale Starruhm bleibt aus. Lil Dagova kehrt nach Deutschland zurück. Selten nur weicht die Dagova von der Rollenfixierung auf überwiegend positive Charaktere ab.
In Schlussakkord von Detlef Sierk, später in Hollywood Douglas Sirk, verkörpert sie die Frau eines Dirigenten, Willi Birgel, die den gesellschaftlichen Erwartungen und Verpflichtungen nicht entsprechen will. Schlussakkord entfaltet die Sensualität der filmischen Mittel in bester melodramatischer Tradition. Charlotte. Liebste, war das schön. Ja, aber du weißt, wenn ich das sage. Ich dachte, du wärst gar nicht da gewesen. Aber wie kannst du so etwas denken? Aber ich hab dich doch nicht. Ach, du meinst, weil mein Platz leer war? Ja. Ich habe hinten gesessen. Verzeihung, gnädige Frau. Ich möchte mich nur bei Ihnen entschuldigen. Verzeihen, Herr Generalmusikdirektor. Ich konnte die gnädige Frau nämlich vorhin nicht mehr hereinlassen. Ist ja schon gut. Weil sie zu spät kam. Sind wir allein? Aber natürlich. Hier ist das Geld. Mehr konnte ich nicht auftreiben. Hoffentlich reicht's bis über die Grenze. Danke. Freust du dich, dass ich verschwinde? Ich muss gleich wieder gehen. Ach, gleich wieder gehen. Ja, ich weiß, du hast es immer so eilig. Ach, lass mich. Mit allem. Sollte ich gar keine Chance mehr bei dir haben? Ich bitte dich. Ich bitte dich wirklich. Lass mich doch endlich in Ruhe. Ich will meinen Mann nicht länger belügen. Ach so. Das wusste ich ja gar nicht. Du liebst deinen Mann. Aber so versteh doch. Also bitte. Adieu. Oh, Ihr Handschuh, gnädige Frau. Bitte. In Reinhold Schönzels Das Mädchen Irene zeigt sich Lil Dagovar als Dame von Welt, die sich in einen ihrer würdigen Kavaliere, Karl Schönberg, verliebt und mit der Eifersucht ihrer Tochter Irene fertig werden muss. Dagovar als Mutter und Geliebte. Ich liebe dich. So blind sein. Eine Frau mit einer heiratsfähigen Tochter. Nicht umsonst habe ich Angst gehabt vor meinem Glück. Ich hätte auf meine innere Stimme hören müssen. Aber noch ist nicht zu spät. Gott sei Dank. Noch ist nicht zu spät. Jennifer, du bist im Begriff, den Kopf zu verlieren. Nur an mich habe ich gedacht. Alles um mich habe ich vergessen. Während ich mich amüsiere, quält sich mein Kind. Jennifer, du darfst dich nicht in falsche Gefühle steigern. Mit dieser Einstellung wirst du Irene nicht helfen können. Falsche Gefühle nennst du das? John, wir verstehen uns nicht mehr. In den Kriegsjahren der Nazi-Diktatur gehorcht Dagovar vermeintlich vaterländischen Pflichten, spielt in vaterländischen Filmen und tritt an zur Truppenbetreuung im Osten, wofür sie das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse erhält. Nach Kriegsende und Entnazifizierung geht die Filmkarriere bruchlos weiter. Die meisten ihrer Filme in den 50er Jahren liegen im Trend der Zeit. Heiter beschwingt, heimatbetont, unkompliziert und völlig unpolitisch. So der Fischer vom Heiligensee. Als Baronin ist sie der Fels in der Brandung, unerschütterlich. Je nach Bedarf strahlt sie Güte und Würde aus. Das Hochdramatische ist nie Lil Dagovars Fall. Ihre Charaktere kennen keine Zerrissenheit, keine Verfremdung. Im Lauf der Jahre wandelt sich die Grande Dame, die Monarchin vom Dienst, zur schrulligen, kauzigen Alten. Ihr letzter Film, Geschichten aus dem Wienerwald, eine Horvath-Verfilmung von Maximilian Schell. Anna, wer ist denn da? Der gnädige Herr von Hirlinger und dein Fräulein. Ah, grüß dich an, Contes. Grüß Gott, lieber Herr von Hirlinger. Ich freue mich, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Ganz meinerseits, die Frage, ist die Baronin da? Ja, ja, sie ist im Haus. Sie hat gerade mit dem Installateur zu tun. Ich habe nämlich was Unrechtes in den Ausguss geworfen. Und jetzt ist er verstopft. 1980 stirbt Lil Dagovar in München.